Roasted Carrot. Können wir mal hier ein bisschen reinhauen. Steine? Hallo? Allein war er und suchte nach Steinen. Nicht nach kleinen Steinen, sondern nach großen. So, Zeit haben wir noch ein bisschen. Gucken wir einfach hier noch ein bisschen lang. Oh, ein Schweinehaus. Manchmal gibt es so einen Schweinekönig, den kann man was zu fressen geben und der gibt einem dann Gold dafür. Was natürlich sehr praktisch wäre. Unglaublich praktisch. Nicht auszudenken, wie praktisch. Oh, hier ist aber ein tiefer Wald. Ein Stein! Oh mein Gott. Bitte lass Gold drinne sein. Es ist kein Gold drin. Das wäre auch zu einfach. Dieses Nitro. Nitro müsste irgendwie sowas wie... Feuerstein oder sowas sein, oder? Google, Google. Ja. Oh. Das Gold! Oh mein Gott. Jetzt einsammeln bloß nach Hause. Ah, nein, 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 Spinnen. Ah, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich, geht weg. Geht weg. So, jetzt müssen wir gucken, wo ich... Oh Gott, das ist aber ein sehr langer Weg, den ich mir da gemacht habe. Oh, 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 das wird knapp. Kann ich denn zur Not eine Fackel machen? Ja, ist ja gut. Um den Weg nach Hause zu finden. Und nicht unterwegs verschütt zu gehen. Weil, wie ich im letzten Mal schon gesagt habe, wenn man mit Fackel, Quatsch, ohne Licht im Dunkeln ist, dann wird man ganz schnell getötet. So, jetzt wir sollten sogar rechtzeitig wieder zu Hause sein. Wenn wir dem Weg hier folgen, auf dem ist man ja sichtlich schneller. Oh, guck mal hier. Wenn da jetzt auch Gold drin ist, ey, dann schrei ich rum. Was eigentlich? Na? So. Lauf, Forest, lauf. So, wo sind wir? Oh. Wait. Ah, wir sind falsch gelaufen. Ah, scheiße. Oh Gott. Oh, hier ist ein Wurmloch. Muss ich mir merken, da kann man reinspringen und dann kommt man irgendwo anders raus. Aber das mache ich jetzt nicht, weil es jetzt wird langsam schon Abend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie ich einfach mal rotzrecht falsch gelaufen bin. Aber wenn ich jetzt hier direkt gerade laufe, dann müsste ich direkt am Dings ankommen, am Lager ankommen. Es ist so dunkel, es wird so dunkel. Ah toll, da sind auch noch Spinnen. Oh nein. Oh Gott. Das könnte jetzt schon unser Ende werden. Ich mache gleich mehrere Fackeln, weil die halten nicht sehr lange. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, Bienen. Bienen auch noch nachts. Schlafen die nicht nachts? Lauf! Ah! Oh Gott, wir haben es geschafft. Holz. Oh Gott. So. Jetzt bauen wir hier eine Science Machine. Es wird ja eh gerade Nacht.
Ja, wenn ich dann hier mal die weglege, die aufnehme, dann eine Science... Kann ich jetzt bitte die Science Machine bauen? Freundlich. Dankeschön. Hallo? Möchte die gerne hier hin haben? Oh. Hä? Hey? Schwing! So, und jetzt haben wir hier nämlich jede Menge auf der linken Seite, jede Menge mehr Optionen. Und das erste, was ich mir baue, ist ein Speer, wenn ich denn Seile hätte. Was ich gleich mache, die ich mich auch erforschen muss. Seile. Trap. Trap. Backpack. Backpack ist auf jeden Fall auch gut. So, dann werden wir allerdings... Das Blöde bei... Blöde in Anführungsstrichen bei Don't Starve ist... man kann entweder... Und... ja, in meinem Fall ist das jetzt gerade der Rucksack. Oh, es wird wieder Tag. Das ist ja sehr gut. So, ich brauche dringend ein Seil. Hm, wo war denn das? Wo war denn das? Wo war denn das? Hier? Nee. Structures? Auch nicht. Rope. Ich habe kein Gras mehr? Was? Okay, das hört sich auch falsch an. Das Forschungssystem funktioniert übrigens folgendermaßen. Wenn man einmal... Man muss an dieser Science Machine das einmal erforschen. Wenn man es einmal erforscht hat, dann kann man es immer machen. So, jetzt habe ich hier einen Prototyp hergestellt. Und jetzt möchte ich mir gerne einen Speer basteln. Ein Speer bei Waffen. Hier. Einen Speer. Man gebe mir einen Speer. Jetzt lege ich mal hier. Werde ich mich hier mal mit dem ollen Frosch anlegen. Oh, wie sie alle kommen. Ach du Scheiße. Oh Gott, die waren mir der Frösche. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Die sind ja garstig, ey. Ich muss hier aber mehr Fallen aufstellen. Dann will er mich schon wieder angreifen, der Arsch. Ja. Nicht mit mir, du. Wo ist meine Falle hin? Alter, wie sie alle ankommen! Geht weg! Geht weg! Das sind die so alle Trap. Ist sie kaputt gegangen schon? Ja, ist sie. Mann, sind die garstig. Komm hier, hör. Aua. Ja. Schön, dass ich die in die Falle kiten kann. Ach, komm. Oh, ich glaube, ist ja wohl nicht. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Oh Gott, hoffentlich wird es bald Abend. Oh Gott. War vielleicht doch keine ganz so coole Idee, mich hier niederzulassen. Jetzt habe ich schon so ein bisschen Angst, hier mein Lager zurückzukehren.
Mehr Traps, dann brauche ich mehr Gras. Ich dachte, davon hätte ich so viel gesammelt. Geht weg, ihr Frösche, ich möchte kochen. Alter! Wie viele Frösche hier jetzt rumrennen? Was ist denn hier falsch? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Ich meine, wir haben immer zu fressen, aber es ist schon ein bisschen garstig. Hahaha. Trap. Ah. Himmel, Gott nochmal. Was war denn das gerade? Ja. Da unten ist schon wieder ein Frosch reingegangen in die Falle. Also, zu fressen haben wir dann erstmal genug, ey. Noch 5 Froschschenkel, die ich auch alle kochen kann. Ich sag ja, das Spiel hasst mich wirklich. Ich guck gleich, mach gleich mal Pause und dann, schau ich mal, was ihr so geschrieben habt. Ich muss bloß gerade mal ein bisschen was essen hier. Ah, hier, 11 gekochte Karotten, Junge. Ein ausgewogenes Abendbrot. Geht auch nichts darüber. Muss einfach mehr Fallen aufstellen. Ganz einfach. Morgen früh quasi Gras sammeln. Und dann stelle ich einfach mehr Fallen auf. Hier entsteht wahrscheinlich irgendwie langsam... Ich das. I can see the bottom. Kann ich das irgendwie zugraben vielleicht? Guck mal, ich kann ja eine Schaufel erstellen. Pickaxe, Schaufel. Nö. Das ist sowas wie eine. Eine Angel? Eine opulente Pickaxe. Okay. Ein Hammer. Damit kann ich Sachen abbauen, das weiß ich schon. Ein Sierapparat, eine Pitchfork. Nö. Hier vielleicht eine Angel dabei. B-Box. Eine B-Box. Da ist das Drying Rack, wovon ich erzählt habe. Hm. So, wir machen ganz kurz Pause. So, was steht hier? Was habt ihr denn alles geschrieben? Okay, ihr habt heute Karotten gegessen, das ist ja sehr schön. Nein, ich kann den... Wer ist der? Corrupt Bunny. Hallo Corrupt Bunny, du bist ja neu dann quasi hier. Hallihallo. Schön, dass du auch dabei bist. Und ja, gibt es ein Hoch. Von wo aus ein Hoch? Also Angel meintest du wahrscheinlich. Nom 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 nom. Bei der Schlinge, okay. Dann weiß ich jetzt zumindest, wo ich gucken muss. So. Trap. Bird Trap. Backpack. Pickback, okay. Healing Self. Nö. Tent auch nicht. Roll auch nicht, Sorrel auch nicht. Fishing Rod. Nein! Doch nicht wirklich. Oh Gott! Doch nicht wirklich Spinnenseide. Oh Gott! Ihr Schweine.
217.